So, Hallihallöchen und willkommen hier zurück auf der Mecklenburgischen Seenplatte. So, wir sind im Frühling angelangt, auch wenn man es noch nicht so wirklich sehen kann. Es regnet nämlich wie aus Eimern. Wir werden jetzt ein bisschen Milch verkaufen. Ja, ein bisschen spät angefangen die Folge, aber ging jetzt leider nicht anders. Ich habe uns ein neues Milchfass gekauft, wie man unschwer erkennen kann. Das leeren wir jetzt mal aus, dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Und dann werde ich mal gleich ein bisschen weiter erzählen. Und zwar, also das ist neu, das ist von Lizard. Das habe ich eben gerade gekauft für 16.000, nee, für 48.000, genau. Das ist nämlich Quatsch. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn er einen gewissen Füllstand erreicht, macht er die hinterste Achse entweder hoch bzw. runter. Finde ich persönlich ganz geil. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es gerade gesagt, 16.500 Liter gehen rein. Und wir verdienen damit gerade richtig Geld, wie ich hier sehe. Wahnsinn. 37.000 Euro. Ja, wir haben nämlich einen Verkaufspreis von 2.250. Das ist schon mal super. 37.000 Euro. Dann haben wir das fast schon mal wieder raus und machen gleich noch ein bisschen Plus. Wir holen mal noch eins. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was, wie wir jetzt in den Frühling kamen. Für alle, die nicht dabei waren im Montags-Livestream, genau. Wir haben in dem Livestream den Winter so ein bisschen überbrückt, indem wir alle Lagerbestände verkauft haben, beziehungsweise die BGA ein bisschen gefüttert haben. Wir hatten da ja einen Füllstand von, ich glaube, ein bisschen über 700.000 Liter drin, ne? Ja, kann gut möglich sein. 700.000 in dem Dreh. So Pi mal Daumen wird es gewesen sein. Da haben wir pro Tag um die 50.000 Euro gekriegt plus Raps. Also es hat sich gelohnt. Ne? Wir sind gestartet im Livestream mit 8.000 Euro und jetzt ja, liegen wir bei 522.000 Euro. Das ist jetzt nicht so wenig. Ne? Also hat sich schon gelohnt. Das Geld wird aber relativ schnell wieder weg sein. Wir müssen nämlich ein bisschen in Gülletechnik investieren, oder ich würde ganz gerne in Gülletechnik investieren. Wir haben nämlich Gärreste von knapp 90.000 Liter aktuell und Gülle liegen wir bei, ich weiß gar nicht, 50.000 oder so. Da würde ich ganz gerne ein bisschen Gülle ausbringen mit euch demnächst und das ja, soll dann halt so schnell wie möglich passieren im Frühjahr, dass wir da wieder die Felder bestellt kriegen. Ist sowieso jetzt nachher der Punkt da, warte mal, einmal ganz kurz drauf achten. Ich müsste gleich die Achse wieder runtergehen. Irgendwann. Hallo? Achso, er füllt noch gar nicht auf. Ja, dann kann das ja auch nichts werden, ne? Warum nicht? Mach mal. Tu mal machen hier. Ach, ich liebe dieses Game. Warum will der jetzt nicht auffüllen? Schieß mal los hier. Hm? Jetzt, gut. So, aufgepasst. Achse. Ah, er geht runter. Zack, da ist er. Also, finde ich, ist ein kleines Feature. Aber, finde ich, ist ein geiles Feature. So, pass auf. Gülletechnik. Wir brauchen ein Zubringer, beziehungsweise ein Güllefass. Habe ich mal so grob ausgerechnet, liegen wir laut Adam Riese irgendwie bei 160.000, 170.000. Die sind weg. Kredit. Haben wir auch noch offen, sind auch noch mal 100.000, auch weg, ne? Liegen wir schon bei knapp 270.000. So, dann hätte ich ganz gerne für unsere Pflanzenschutzspritze von Querneland das Spot Spraying 40.000. Liegen wir laut Adam Riese, boah, 210, 220.000, vielleicht auch 200.000, aber so in dem Dreh, die dann schon mal weg sind. Nee, gar nicht wahr, zwei, ja doch. Nee, gar nicht wahr. 320. 320 liegen wir dann ungefähr. Da bleibt dann nicht mehr ganz so viel übrig. Je nachdem, was die BGA noch so abwirft. Das wird allerdings jetzt auch immer weniger, weil den Höchstpreis hatten wir schon. Jetzt wird es tendenziell eher weniger, was wir da pro Tag kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem noch so ja, 30.000, 35.000 sind, die wir am Tag dafür kriegen. Also es ist jetzt nicht wenig. Aber es wird weniger. Ne? Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel, wie
Beispiel noch im Winter, da waren es am Tag so knapp 50.000, ne? Ein bisschen über 50.000, glaube ich sogar. Das werden wir jetzt nicht mehr erreichen, aber gut. Nö, lieber 30.000 pro Tag als nichts pro Tag. Das sollte gut funktionieren. So, Kinder, jetzt gibt man hier Gas. Nochmal 16 und 16 sind 32, ja, 33. Ja, den Rest lassen wir dran bei den Kühen. Wir können ja im Herbst nochmal ein bisschen was verkaufen. Irgendwie ist die Kreuzung nicht so ganz sicher hier, ne? Ich hätte natürlich auch die Milch zur Molkerei, beziehungsweise, was haben wir noch für einen Verkaufspunkt? Zur Bäckerei, glaube ich, bringen können, ne? Wollte ich aber nicht, weil das sind unsere Produktionen. Hab ich das schon gesagt? Habe ich das schon gesagt? Naja, ist ja auch egal. Das sind unsere Produktionen und wenn ich das da verkaufe, dann muss ich da irgendwas draus produzieren. Und das möchte ich selbstverständlich nicht. Das habe ich nämlich schon im Livestream gemacht. Kommt nicht gut. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Falls ich es jetzt zweimal erzählt habe, tut mir leid. Aber dann sind wir auf der sicheren Seite. So, ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Schön, kriegen wir noch mal so einen kleinen Obolus dafür. Sehr, sehr schön. 560.000. Krass. Das ist schönes Geld. Das ist wirklich gutes Geld. Mit den Kühen funktioniert auch wieder. Wir müssten mal ein bisschen Stroh reinmachen. Ja, 4.000 Liter haben wir noch. Da fehlte es nämlich an Mineralfutter. Dieser Automat funktionierte nicht mehr. Also dieser Roboter, der das Futter automatisch anmischt. Ja, den habe ich dann mal einmal ganz kurz neu befüllt im Stream und einen Tag vorgespult. Jetzt funktioniert es wieder alles. Wir werden gleich noch Kredit zurückzahlen. Das machen wir erstmal fix. Und ja, was machen wir noch? Wir füllen noch ein bisschen Stroh nach. Genau, das werden wir noch heute noch machen. Also heute eher ein bisschen entspannter. Ab der nächsten Folge geht dann Feldarbeit wieder ganz normal los. Vielleicht habe ich dann auch schon die Gülletechnik parat, dass wir vielleicht schon mal ein bisschen Gülle ausbringen können. Ich weiß tatsächlich noch nicht, Gärreste, ja, mit 90.000 kommen wir wahrscheinlich nicht ganz so weit. Vielleicht sollten wir da unser kleinstes Feld nehmen und da dann die Gärreste ausbringen. Das würde ich tendenziell mal ausprobieren. Gleich böse. Oh ne, doch nicht. Gott sei Dank kann ich da noch rausfahren. Ich wollte erst durchfahren und dann, ja. Egal. Egal. Ist nicht passiert. So, wo sind wir stehen geblieben? Gülle fahren. Zubringe. Genau. Meine Herren. Das, naja, gut. Gülle und Zubringer, genau. Das wollte ich tatsächlich mit dem Helfer machen. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Und zwar hätte ich das gerne so gehabt, dass ich den Güllefahrer spiele und der Zubringer, das macht dann der Helfer. Tatsächlich habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass der Helfer auf dieser Karte nicht so ganz gut funktioniert. Da müssen wir mal gucken, ob er das, ja, wenigstens einigermaßen gut hinkriegt, von A nach B zu fahren. Das wäre wenigstens super, dass er mir die Arbeit abnehmen würde. So, wo stellen wir denn jetzt das Fass hier rein? Das brauchen wir ja tatsächlich so oft gar nicht. Das kann hier mit rein. Das kann hier mit rein. Ja, also wie gesagt, mit dem Helfer auf der Karte, das funktioniert tatsächlich nicht so gut. Deswegen schauen wir mal, wie das allgemein so klappt. Ich hoffe, dass er das trotzdem einigermaßen gut macht. Aber wie gesagt, ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Was? Ach du heilige Maria, ist gerade im Angebot. 23.000 Euro. Das ist natürlich ein Schnapper, ne? Was kostet die Standard? Was kostet die Standard? Das muss ich jetzt tatsächlich nochmal wissen. Pflanzenschutzspritze.
52. Ich meine, das ist schon ein guter Preis, ne? Tatsächlich ist das ein guter Preis. Bis zur nächsten Folge überlege ich mir das, ob ich mir tatsächlich die dann kaufe. Also, weil dann können wir unsere Spritze verkaufen. Ja, dafür kriegen wir ja 30, 31.000. Würden wir sogar noch Plus mitmachen. Na gut, nachher mit Spotspray und so. Ich meine, da machen wir ein bisschen Minus, aber das sollte man sich überlegen. Das werde ich wahrscheinlich machen. Das ist ja gut. So, wir werden jetzt erstmal Kredit zurückzahlen. Wo sind wir? Da. Wie gesagt, 100.000 Schulden. Da zahlen wir jetzt erstmal wieder alles ganz fix zurück. Zack, zack, zack. So, jetzt sind wir erstmal schuldenfrei. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Genau. Wir wollten die Kühe noch ein bisschen versorgen. Das machen wir jetzt noch fix. Schnappen uns gleich den Fan, Frontlader ran und dann geht das los hier. Ich glaube, der steht schon tatsächlich da, wo er stehen soll. So, gut. Da flitzen wir mal ganz fix rüber. Das sieht hier auch alles gut aus. Joa, Silage ist auch drin. Stroh ist jetzt tatsächlich, wie gesagt, sind 7400 Liter ist noch drin. Mineral. Ja, Mineralfutter müsste ich tatsächlich auch nochmal ein paar Paletten holen. Auch so, dass wir ein bisschen was auf Lager haben, ne? Geht relativ fix runter. Ja, wir gucken mal, was wir an Mist haben. Vielleicht können wir da ja ein Feld auch mitmachen dieses Jahr. Mal schauen. Jetzt sagt er an. Oh, 9. Nee. Das wird dies Jahr wahrscheinlich nichts. Glaube ich nicht. 9.800 Liter. Das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts. Nee. Das wird dann wahrscheinlich noch nicht. Ah, das mit dem Spotspray. Und der John Deere-Dings. Das müssen wir uns tatsächlich mal überlegen. Dann haben wir da schon mal eine größere Arbeitsbreite. Ich habe ja gesagt, dass ich eventuell auch eine größere Sämaschine haben möchte. Da müssen wir mal. Ach, wir können gar keinen Stroh machen. Er nimmt die Ballen ja gar nicht so. Den Einstreuer muss ich mir auch noch kaufen. Ja, gut, dann schieben wir das auf die nächste Folge. Das ist dann tatsächlich auch egal. Ja, stimmt. Nee, dann kaufe ich nächste Folge einen Einstreuer. Genau, jetzt haben wir ja die Kohle und dann. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Den habe ich mir letztes Mal nur gemietet, weil ich keine Kohle hatte. Genau. Na gut, dann gucken wir uns mal unsere Felder an. Was da denn so gemacht werden müsste. So, pH-Wert technisch. Feld 9 ist top. Brauchen wir nicht wirklich viel machen. Stickstoff. Stickstoff müssten wir beigehen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall Gülle ausbringen. Hier eventuell auch. Ja, eventuell müssten wir da auch beigehen. Aber sonst, ja gut, hier ist ja nicht mehr viel. Also es sind ja tatsächlich nur die beiden Felder hier, ne? Ich habe wirklich überlegt, ob ich auf ein Feld Raps mache und uns da dann irgendwie Öl von produziere. Ich meine, das habe ich jetzt tatsächlich im Livestream ungewollt machen müssen. Aber erstmal ist Öl, bringt sehr viel Geld und so eine eigene Ölherstellung. Ich habe ja gesagt, dass ich hier nicht mit Produktion arbeiten möchte eigentlich, aber so eine Ölproduktion, ich weiß nicht, wer von euch Landwirt in MV guckt, der macht das ja auch, so eigenes Sonnenblumenöl und sowas. Finde ich tatsächlich interessant. Vielleicht stellen wir uns sowas auch selber her. Hätte ich tatsächlich Bock drauf. Okay. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen mit Kalk rübergehen und hier beide Felder mit Stickstoff. Oh, dann wird es ja eigentlich ein entspanntes Frühjahr, ne? Ja, pH-Wert, das war die Umstellung auf Precision Farming. Da konnte ich dann nicht mehr rübergehen. Das war dann auch egal. Die Wiesen müssten wir wahrscheinlich ein bisschen, genau da müssten wir nochmal gucken. Aber sonst sieht das alles soweit gut aus. Wir gucken nochmal rüber.
Hier läuft auch 117.000. Das mache ich immer alles so ein bisschen außerhalb der Folge. Das haben wir im Livestream genug gemacht. Jo, 91.000 Gärreste, fast 92.000. Hier müssten wir noch, ich glaube, ich hatte vorhin geguckt, 270.000 drin sein. Jetzt müssen wir natürlich wieder das Hilfefenster anmachen. Was ich immer sehr schade finde. Ja, genau 270.000. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Gut. Mal gucken. Ich werde vielleicht. Nee, also das Silo machen wir auf jeden Fall leer. Egal was für ein Preis jetzt, das wird leer gemacht. Also ich wollte das jetzt nicht hier ein Jahr liegen lassen. Das kommt definitiv alles weg. Ich werde außerhalb der Folgen immer so ein bisschen was reinfeuern hier und dann, ja, gucken wir mal, wo wir uns der nächste Folge wiederfinden. Ich bin mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Falls ihr irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's erstmal gut und tschüss.